auf dieses Spiel. Mit dem ersten Ballbesitz für die Telekom Basketball und ihren Motor Parker Jackson Cartwright. Carsten Tada. Gut verteidigt von Dorit in dieser Situation. Und geht es mit seiner ersten Chance. Ja, das ist genau das, was wir erwarten werden. Er setzt den Block am Ball, rollt nicht zum Korb, sucht sich seinen Spot aus. Auf der Gegenseite wird es dann ganz anders aussehen. Da wird Sajus den Weg zum Brett suchen. Jösser. Sekainen. Oh, und das ist die Stärke eben von Martina Sajus. Ich habe es angesprochen. Sehr, sehr guter Rebounder, der zweitbeste der Liga. Vor allen Dingen über drei am Offensivbrett, wo wir ihn eben gesehen haben. Kuliertes. Also es scheint so ein bisschen die Maßgabe zu sein von Thomas Isalo hier in der Anfangsphase. Dann haben wir das Foul von Kulvietis an Sajus abseits des Balles. Wir gehen über Kulvietis und wenn Sajus in der Zone bleibt, dann wirfst du und wenn er eben rauskommt, dann nutzen wir die Räume, die dadurch frei werden. Starke Bewegung von Stecker Anim und er ist Sajus wieder am Ball, kann ihn aber nicht sichern. Das wird sicherlich keine leichte Aufgabe für Basti Dorit gegen diesen pfeilschnellen Mann, der hier wieder den Turbo zündet. Ist schon eine herausragende Beschleunigung, die PJC da hat. Und jetzt gibt es die ersten Freiwürfe in dieser Partie für die Telekom Basketball. Parker Jackson Cartwright sehr, sehr gut unterwegs gewesen in den letzten Spielen. Fast 23 Punkte im Schnitt in den letzten 9 und das trotz großen Problemen von der 3-Punkte-Linie. Jetzt haben wir das Duell auf der anderen Seite. Jerry Allen, der vor seiner Corona-Erkrankung sehr stabil gespielt und gescored hat. Hawkins. Shotclock-Ticket ruft er. Und den macht er. Und das ist sein 26. Zwei-Punkte-Wurf in Folge, der erfolgreich ist. Der kam hier rein mit 24 Treffern in Serie aus dem Zwei-Punkte-Bereich. Das sind jetzt 26. Das ist Wahnsinn. Jackson Cartwright. Rebound Allen. Also beide wollen über ihre Litauer-Spiele, die eben so unterschiedlich sind. Dorit, das ist wichtig für ihn, das ist wichtig für die Mannschaft, denn er hat in den letzten Spielen doch massiv Probleme gehabt, von außen zu werfen. Das ist ja eigentlich eine seiner Kernkompetenzen, eine seiner Stärken. Kulvietis macht sich Sorgen, dass sein Landsmann in seinem Rücken zum Korb abrollt und Basti Dorit nutzt eiskalt aus. Ja, ich kann mich nur wiederholen, was die offensive Ausrichtung hier in dieser Anfangsphase betrifft. Das war aber zu erwarten, dass beide jeweils dieses Matchup Jösser fast mit dem Ballverlust gegen Tanner. Dorit, der ist weit, dieser Dreier. Fällt nicht. Für Monty Hawkins mit dem Rebound. Seine Aufwärtstendenz hier nicht auch eine Voraussetzung für den Höhenflug im Moment. Und Jackson Cartwrights Speed wird das ganze Spiel über etwas sein, womit die Bayreuther Probleme haben dürfen. Ballverlust, Dorit. Hawkins.
Annie mit dem Rebound. Also es ist ein schnelles Spiel, das war nicht anders zu erwarten von Bonner Seite. Die Bayreuther hingegen, die lieben es eher langsam, spielen tatsächlich die langsamste Pace von allen Mannschaften in der Liga und wollen hier sicherlich nicht in ein Run-and-Gun spielen mit den Telekom Baskets. Und der Telekom spielt Defense, auf geht's! Die ersten Wechsel, Bolin neu, genauso wie Kessens. Dadurch, dass Michael Kessens jetzt dabei ist, haben wir dieses Matchup nicht mehr. Jetzt haben wir Kulietis gegen Allen, einen ähnlichen Typen, der gerne von außen wirft. Also Kulietis jetzt auf der 4 und Kessens gegen Sarius auf der Center-Position. Dritter Drive von Jackson Cartwright, wo er bis zum Ring kommt. Das ist ein Alarmsignal für Raul Korn. Annen. Gefault von Kessens. Kevin Wohlrad kommt, darf jetzt zumindest auf der 4 spielen, weil er für Terry Allen kommt, hat tatsächlich in Göttingen auf der 5 gespielt, Ballverlust Bayreuth, weil kein Spieler da war, der auch nur 2 Meter gehabt hätte. TJC bleibt im Attacke-Modus. 6 Punkte jetzt schon für ihn. Sarius sucht die Position gegen Kessens. Wohlrad für 3. Gut gespielt. Kevin Wohlrad, 15 Punkte, 6 Rebounds und 2 geblockte Würfe als Center in Göttingen. Aber hier müssen sie sich was einfallen lassen. Und das Erste, was Raul Korner macht, ist, er wechselt jetzt mal den Verteidiger für Parker Jackson Cartwright. Hier nochmal der Ballverlust. Und der starke Drive an der Grundlinie. Kevin Wohlrad fügt sich hier sehr, sehr gut ein mit dem 3-Punkte-Wurf. Also, Dorrett raus, Camrells rein. Mal schauen, ob der besser klarkommt. Nee, Dorrett ist noch da. Zeka Anim raus. Also, Wells und Dorrett sind dabei. Und ja, wenn sich Raul Korner jetzt umdreht, dann sieht er richtig Spieler da aus dieser Anfangsphase, gehört aber einem Akteur. Parker Jackson Cartwright, 10 Punkte in den ersten 5 Minuten. Dösser, schwerer Abschluss da vom Esten. Bolin für 3. Nein, Rebound Sarius. Nochmal Wohlrad, gleiche Position wie vorher. Jösser, der immer stärker wird beim Rebound, da immer konsequenter nachfasst. Morgen. Das ist Bonner Basketball, schnell vor, frühe 3-Punkte-Würfe. Aber erst 1 von 6. DJC ist dazwischen zu sorglos da von Sarius und Dorrett und den macht er dann auch noch. Erste Pause jetzt für den Spielmacher der Telekom Baskets Bonn, das heißt, dass Skyler Bolin jetzt als Kopf der Kreativabteilung fungiert und fast der nächste Ballverlust. Bonn ist giftig, Bonn ist gallig, Bonn weiß, die haben zwar 10 Spieler heute, aber die sind sicherlich nicht alle im Vollbesitz ihrer Kräfte. Und das gilt natürlich auch für Cam Wells, der hier Skyler Bolin attackiert. Zwei, die sich gut kennen.
haben 3 Spielzeiten zusammen bestritten. 16-17 in Gießen und dann nochmal von 2018 bis 2020 in Würzburg. Ja, wenn ich sage, Cam Wells, der ist auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Der hatte ja schon ganz früh in der Saison eine Corona-Infektion und der kämpft immer noch mit Long-Covid. Unterhaltsamer Start hier in diese Partie mit Tempo. Das kann man gut ansehen, so kann es weitergehen. Klasse Einsatz von Tada. Enim hat sich da wehgetan in der Aktion. Der ist jetzt um die Schaltblock ist abgelaufen. Andi Seifert mittlerweile auch dabei. So, Enim muss raus und der ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das ist der Scorer in den letzten Wochen gewesen. Da ist es wohl passiert in dieser Situation. Schalalpur, der ein gutes Spiel gemacht hat in Göttingen. In einer Phase in der ersten Halbzeit sogar die Offense getragen hat. Terry Allen. Na also. Der ist da, meldet sich zurück. Das sieht doch bislang gut aus für Medi Bayreuth. Die Antwort von Carsten Tada, der Wurf fällt nicht. Guter Block von Allen gegen Justin Gorm. Sie müssen natürlich die Bonner vom Rebound fernhalten. Bonn, die beste Offensiv-Rebound-Mannschaft der Liga und die Bayreuther als Defensiv-Rebound-Team nur 17. Also das kann man auch in nackten Zahlen sagen. Die Bonner holen pro Partie fast 3 Rebounds mehr als ihre Kontrahenten. Die Bayreuther über 4 weniger als die anderen Mannschaften. PJC ist wieder dabei und sofort startet er durch. Erster Fehlversuch aus dem 2-Punkte-Bereich, aber auch an Jalalpur ist er wie an einer Slalomstange vorbei, ohne dass er da überhaupt hätte die Richtung wechseln müssen, einfach nur mit dem Tempo wechseln. Freiwürfe für Andi Seifert. Wie gesagt, sein erstes Spiel seit dem 23.11. Er war ja raus mit einem Ödem im Fuß, hat nur die ersten 6 Saisonspiele bestritten. Und auch er ist jetzt gleich mal wieder da, trifft den Freiwurf der Linkshänder. Schön, dass das jetzt bei ihm wieder funktioniert, sowohl vom Fuß her als auch angesichts der Tatsache, dass er Corona überstanden hat. Er war übrigens völlig symptomfrei, hat er mir gesagt, also hat gar nichts gemerkt, war einfach nur positiv getestet. Das Ganze trotz Dreifachimpfung, das ist natürlich dann wirklich bitter. Gorham, wenig Zeit, den muss er nehmen. Bayreuth verteidigt gut in diesen Momenten jetzt. Seifert, klasse Pass und der Block von Leon Kratzer. Gegen Kevin Mohlrath. Tja, da sollte der Falke fliegen. Javonte Hawkins sind alle nur Hawk nennen und hier fliegt aber Leon Kratzer. Gut, der muss mit seiner Länge jetzt natürlich nicht so sehr abheben. Aber trotzdem, starker Block vom Bonner Center. Stimmen wir nochmal auf, die Baskets in der Defense.
Altur. Sieht das Foul. Foul von Carsten Tada. Philipp Jalalpur, 12 Punkte, 3 Assists in Göttingen. Mit sehr, sehr gutem Selbstvertrauen gespielt. Und Raul Conner honoriert das, indem er ihn heute, obwohl er einen deutlich breiteren Kader hat, schon früh bringt. Er war der Einzige in Göttingen, der nicht in der Startformation stand. Das muss ja auch ein komisches Gefühl sein, wenn du auf der Bank sitzt und du blickst nach links und dann siehst du Coach und Assistant Coach und du blickst nach rechts, wo normalerweise deine Mannschaftskameraden sitzen und da ist nichts als gähnende Leere. Starkes erstes Viertel von Medi Bayreuth. 18 zu 13 für die Gäste. Morgen, der ist zu kurz. Aber Bonn ist so bei diesen freien Bällen sehr reaktions- und handlungsschnell. Und jetzt die Chance auf das End-One für Jeremy Morgan. Die Hinrundenpartie in Bayreuth, die fand kurz vor Weihnachten statt. Da sehen wir nochmal diese starke Offensiv-Rebound-Quote der Bonner. Klarer Sieg damals für die Rheinländer, 96 zu 71. Und da war das Thema eben Rebound. Da hat Bonn tatsächlich mehr Offensiv-Rebounds geholt, nämlich 20 als Bayreuth Defensive. Das war 19. Altur. Enim ist zurück. Scheint alles zu funktionieren. Fehlversuch von Terry Allen, aber kein schlechter Wurf. Morgan. Gegen Dorrit. Den will er nach innen drücken, in den Post. Das Double Team kommt von Altur. Gorham für drei. Der ja zuletzt so ein bisschen aus der Rotation gefallen. Man hat drei Spiele in Folge pausiert gehabt, dann in Hamburg wieder dabei. Und der letzte Wurf fällt da nicht in diesem Viertel von Terry Allen. Nee, es gibt noch einen Foul. Von wegen. Foul von Gorham, den ich angesprochen habe. In Hamburg hat er dann wieder gespielt aufgrund der Verletzung von Ward, aber auch nur knapp 10 Minuten. Wir schauen nach oben. Ja, das Foul ist vor Ablauf der Shot Clock. Und damit die Chance für Terry Allen. Nach diesem Gorham-Dreier Bayreuth doch noch mit einer Führung in die erste Viertelpause zu schicken. Sehen's. Seine Freiwurfquote nicht unbedingt bestechend. Verwunderlich für jemanden, der bei sehr ordentlichem Volumen über 48% Dreier trifft, dass er solche Probleme von der Linie hat. Der passt, halbe Sekunde noch. Morgan kann ihn nicht fangen. Gute Idee, guter Versuch von Gorham. 18 zu 19 nach 10 Minuten im Telekom-Dom. Gutes, unterhaltsames Basketballspiel. Bayreuth mit sind dazwischen. Jetzt Gorham gegen Wohlrad, raus auf Tada. Führung wechseln. Ich habe es nicht so ganz verstanden, warum die
dieser Justin Boehm so ein bisschen in der Rotation nach hinten gerutscht ist. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Rookie, der reboundet, der kann werfen, der passt den Ball, so wie hier gesehen. Und Carsten Tada nutzt das eiskalt aus mit seinen Dreiern. Zeka Enim, schöner Floater, jetzt der achte Bayreuther Spieler, der sich in die Scoringliste eingetragen hat. Und auch ganz wichtig aus Bayreuther Sicht, bislang das Rebound-Duell gewonnen. Jalalpur hat jetzt ganz klar die Aufgaben gegen TJC und dann heißt das im Gegenzug Duell der Routiniers Doret gegen Tada. Morgan für drei mit dem Assist von Parker Jackson Cartwright. Das ist eben das Zweite, wenn Jackson Cartwright penetriert, das sind ja nicht nur seine Abschlüsse, sondern auch die Optionen, die er dadurch für andere schafft, wie hier geblieben. Anim kommt jetzt offensiv in Dritt, der beste Scorer der Bayreuther in dieser Saison bislang mit knapp über 15 Zählern. Boehm kann auch die zweite Chance nicht nutzen. Er ist deutlich zu kurz, aber Wohlrad hat ihn. Und dann wird Anim vom kleinen Parker Jackson Cartwright abgeräumt. Das ist Bonner Basketball. Tempo machen und dann auf den Dreier gehen, so wie hier Tada mit Morgan. Bayreuth tut gut daran, jetzt mal ein bisschen den Dampf rauszunehmen, was Basti Doret hier auch versucht. Anim mit der Hilfe von der Ballseite, weiß ich nicht, ob er das da machen sollte. Es wird auch sofort bestraft. Das ist das, was er in den letzten Pflichtspielen aufgelegt hat, der Mann, der den Ball jetzt ins Spiel bringt. Wells gefoult von PJC und das ist natürlich auch eine Option für die Bayreuther. Cameron Wells ist zwar nur 1,86 groß, aber Cam Wells ist ein exzellenter Post-Up-Guard und das kann man gegen ein Leichtgewicht wie Parker Jackson Cartwright durchaus mal ausspielen. Dreier zu kurz. Gute defensive Sequenz von den Bayreuthern, die es immer wieder schaffen zu recovern und jetzt auch mit Sajus sich den Rebound sichern. Also das darf natürlich da nicht passieren. Da müssen sie es schneller schaffen, den Ball in die Hände eines Ballhändlers zu bekommen. Solche Ballverluste tun extrem weh. Fünfter für Medi Bayreuth. Foul von Sajus. Der dagegen Kessens schiebt, drückt beim Block, um seinem Verteidiger zu erlauben, unter dem Block durchzugehen. Damit will man dann Parker Jackson Cartwright so ein bisschen zwingen, den Wurf zu nehmen, was ja im Moment nicht so bei ihm läuft. Kessens. Mike Kessens. Konstant gut in den letzten Wochen. Hier auf Assist von Skylar Bowling mit den Zählern zum 26 zu 23. Anim
war. Und Bayreuth muss ein bisschen aufpassen, dass die Offense jetzt nicht zu sehr über das Dribbling kommt, sondern dass der Ball wieder ein bisschen mehr und besser bewegt wird. Zweites Foul, Parker Jackson Cartwright. Da haben wir nochmal Kessens. Das ist der dritte Bonner mit zwei persönlichen Fouls. Auch Jeremy Morgan und Carsten Tada und Leon Kratzer sind entsprechend belastet. Ich glaube, das soll den Schiedsrichter signalisieren. Das war nicht gut gepfiffen, Freunde, dieser Blickgang. Sajus. Wie gesagt, eine Macht beim Offensivrebound. Und jetzt ist er wirklich, was seine erfolgreichen zwei Punktewürfe in Serie betrifft, bei 27 angelangt. Und Skyler Bowling zeigt, dass auch die Bonner sich mal einen überflüssigen Ballverlust leisten können. Terry Allen zurück für Kevin Bohlrad. Macht er wirklich gut. Er kennt natürlich auch Skyler Bolin, der weiß, dass der defensiv nicht der Stärkste ist, dass er ihm physisch unterlegen ist. 3 Jahre gemeinsam gespielt und dann findet er seinen. Wir haben noch 5:36 in der ersten Halbzeit. Wir haben Parker Jackson Cartwright auf der Bank und er war wirklich der Einzige, der bislang hier richtig gut gespielt hat bei den Bonnern. Ich kann mir vorstellen, dass Isalo ihn vielleicht wirklich erst zur zweiten Halbzeit wieder bringen wird. Und dann schauen wir jetzt mal hin, ob die Bayreuther das vielleicht nutzen können, diese Phase ohne Parker Jackson Cartwright. Aber vielleicht kann Skyler Bowling ja jetzt auch der Mannschaft Impulse geben. Ballverlust, Tada. Oh. Missverständnis, Allen und Wells. Trotzdem gibt es aufmunternden Applaus von Raoul Korner, der, glaube ich, sehr zufrieden ist mit dem Engagement, was seine Mannschaft hier an den Tag legt. Und Javonte Hawkins hier beim Heimspiel gegen die Bayern und auch in der Heimpartie zuvor gegen Crailsheim noch überragend und unterwegs im Angriff, bislang ohne Punkte. Versucht Wells. Und das Foul an Bowling. Also ich habe die Verteidigung der Bayreuther angesprochen und das muss man ja mal auch ganz klar sagen. Denn die Bonner, die haben zuletzt nicht nur ihre Spiele gewonnen, sondern die haben auch richtig hoch gescored. 96 zum Beispiel gegen die Bayern. In diesen 3 Siegen, da haben sie im Schnitt 92 Punkte aufgelegt und 16 Offensivrebounds geholt. Und jetzt sind wir bei 4:23 in der ersten Halbzeit. Wir sind bei 3 Offensivrebounds und bei 26 Zählern. Also Respekt an Medi Bayreuth. Annen hat den Ball nicht innerhalb der 8 Sekunden über die Linie gebracht. Ich wollte noch sagen, hat er die Uhr nicht auf dem Schirm? Da sieht man, wie es ist, wenn ein nicht gelernter Point Guard das übernimmt. Ich behaupte jetzt mal zu sagen, einem Dorrett oder Wells wäre das nicht unterlaufen. Pause für Cam Wells. Geht es.
Und Thomas Isalo trifft die Entscheidung. Trotz zwei Fouls Parker Jackson Cartwright zurückzubringen. Er sieht, dass der offensive Motor stoppt und dass keiner den besser wieder ins Laufen bringen kann als sein amerikanischer Point Guard. Und Kollege, ich habe schon angesprochen, wird immer stärker. Nominell auf den großen Positionen zu Hause heute. Bislang jetzt aber nur mit Versuchen von jenseits 6,75. Größer auf Sajus, das baltische Zusammenspiel. Nochmal Kulietis. Neun Punkte jetzt für ihn. 3 von 5 von der 3-Punkte-Linie. Wieder ein guter Auftritt. Super gerettet von Jöser. Da ist der Ball trotzdem auf der Linie, aber der Einsatz stimmt. Sajus. 8 Punkte, 4 Rebounds. Perfekt aus dem Feld. Und sein litauischer Landsmann, der liegt eben aus einer anderen Entfernung. So, hier haben wir die nächste Situation. Oh, schöner Pass. Gut gespielt. Da macht's. Kulviert es genau richtig. Weiß, er hat 2 getroffen. Weiß, die Verteidigung kommt jetzt raus, um seinen Wurf wegzunehmen. Er setzt den Ball auf den Boden, kommt vorbei an Sajus. Hier sehen wir es. Und dann klasse No-Look-Pass, weil Terry Allen da ein bisschen im Tiefschlaf liegt und Javonte Hawkins in seinem Rücken zum Korb cutten kann. So was wie eine leicht komfortable Führung für die Bonner, denn es war in diesem Spiel ja bislang immer relativ eng. Jetzt mal 5 Zähler für die Gastgeber. Annem. So, schafft das jetzt für die Mittellinie zu kommen? Ja, das schafft er. Seifert. Gut gespielt. Aber Annem kann den offenen Dreier nicht machen. Dann ist Wohlrad da beim Offensiv-Rebound, aber es geht gegen die Bayreuther dieses Mal. Kritische Phase jetzt für die Gäste. Geht jetzt darum, dran zu bleiben. Also ich kann das Foul nicht sehen. Freiwürfe für Kulvietis, der, wenn er die beiden trifft, jetzt tatsächlich auch PJC als Topscorer hier ablösen kann. Jetzt kann er nur noch gleich ziehen mit seinem amerikanischen Point Guard. In den letzten 4 Spielen 12,3 Punkte, 5 Rebounds und da sehen wir es, 55% von der Dreierlinie. Richtig, richtig starke Werte für den 31-Jährigen. Jetzt muss er defensiv gegen Seifert ran, der da natürlich ein bisschen mehr Körper mitbringt und Pech im Abschluss hat. Ball bei Bonn. Jackson Cartwright. Morgan nochmal Jackson Cartwright. Jösser ist der einzige Bayreuther, der auf dem Parkett stand, der noch nicht gepunktet hat. Moritz Sanders ja ohne Minuten. Ich kann auch vorstellen, dass der heute nicht spielen wird.
Doret. Denn Moritz Sanders, der war ja vor dem Göttingen-Spiel auch krank. Mit Corona-Symptomen wäre er positiv getestet worden, wäre diese Partie in Göttingen ausgefallen. Aber er wurde nicht positiv getestet und wieder erwarten, kann man fast schon sagen, auch nicht in den Tagen danach. Also der muss sich irgendwas anderes da eingefangen haben als Corona. Foul von Doret. So, Martin Martip und Paul Korner in der Diskussion, was die Deut in Göttingen hat er sich ja ausgefault. Auch das hat natürlich wehgetan. Ja, das kann man schon pfeifen. Da mussten die Göttinger dann, die Bayreuther in Göttingen die Verlängerung mit 5 Leuten spielen. Da war dann gar kein Wechsel mehr möglich. Die ersten Punkte für Parker Jackson Cartwright seit 13,5 Minuten. Das hat sich gelohnt für Isalo. Mit Jackson Cartwright ist die Mannschaft wieder ein klein wenig davon gezogen. Er hat sein drittes Foul nicht begangen. Und ich denke, dann wird er jetzt zumindest in den letzten anderthalb nicht mehr kommen. Es sei denn, es gibt eine letzte isolierte Offense für die Bonner. Cam Wells, Offensivfoul an die Seite. Und er sagt da, wait, man kann seinen Lippen ablesen, warte zu Cam Wells, warte bis der Block steht, bis du attackierst. Komm, Minute noch bis zur Halbzeit, steh mal auf, gib mal Gas! Holen. Auf Kessens, leichte Punkte, Raul Horner nimmt die Auszeit. Das ist jetzt die Phase, wo die Bonner das erste Mal eine Überlegenheit manifestieren und sich das Ganze... Alle zusammen jetzt, wir gehen in die Fans, auf geht's! Verkürzen, das muss auf dem Aufgabenzettel der Bayreuther hier für diese letzte Minute der ersten Halbzeit stehen. Wells. Seifert gegen Kessens. Also wenn es jetzt ganz schlecht läuft, wird der Rückstand zweistellig zur Pause für Medi Bayreuth. Bonner sind besser geworden, ohne Frage. Im Laufe dieser Partie. Hawkins gegen Jösser. Schrittfehler. Ein bisschen zu sehr forciert, muss man ganz klar sagen. Von Javonte Hawkins in dieser Situation. Bayreuth kann fast komplett runterspielen. Differenz, Spieluhr, Wurfuhr, ungefähr 1,5 Sekunden. Wells. Ja. Attackiert wieder Bolin. Und das Ganze funktioniert erneut. Es gibt 2 Freiwürfe und jetzt kommt genau das, was ich vorher gesagt habe. Wenn Parker Jackson Cartwright nochmal zurückkommt, wenn wir nochmal die Foul-Situation sehen, dann für einen allerletzten Angriff, wo es hinten drauf keine defensive Sequenz mehr gibt. Auch Kulvietis kommt nochmal. 5 3-Punkte-Schützen und viel Speed jetzt auf dem Parkett bei den Telekom Basketball. Campbells trifft den zweiten. Jetzt muss es schnell gehen, Hawkins. Schon mal gut aus Bayreuther Sicht, dass der Ball nicht in Jackson Cartwrights Händen ist, aber Hawkins macht den fast auch noch. 40 zu 34 für die Gastgeber.
Bayreuth wehrt sich gut, aber im zweiten Viertel sind so Ideen, was mit dieser Mannschaft eigentlich möglich gewesen wäre. Erster Ballbesitz für die Bonner und wieder Parker Jackson Carver, der Block von Martinez Sajus, aber mit Foul. So entscheidet auf jeden Fall Schiedsrichter Oliver Krause. Ja, ist auch völlig korrekt. Oben ist das sauber, aber unten räumt Sajus TJC komplett weg. Ja, was für eine Saison spielt dieser Parker Jackson Cartwright. Ein Name, der völlig zu Recht immer wieder auffällt, wenn über die MVP-Kandidaten dieser Liga diskutiert wird. Seine Statistiken stimmen, er ist beim Scoring ganz weit oben mit dabei. Aktuell die Nummer 3 der Liga, verteilt die meisten Assists und sorgt dafür, ganz erheblich zumindest, dass die Bonner so gut in der Tabelle dastehen. Sajus gegen Kulietis. Ist der Tafter im Post, klar. Kulietis ist nicht der, der dagegen halten kann. Das können sicherlich eher Kessens oder Kratzer. Aber die Selbstverständlichkeit, in der Sajus da an die Arbeit geht, die ist schon beeindruckend. Eben auf der anderen Seite. Geht das jetzt so los in Halbzeit Nummer 1? Die einen spielen über ihren Litauer am Brett, sprich die Bayreuther, die anderen über ihren Litauer, die Bonner, der trotz seiner Länge so gut von außen werfen kann. Jössa, wow! Super Block von Parker Jackson Cartwright, wow! Also, das ist, glaube ich, der zweite Block, wenn ich es richtig gesehen habe heute von Parker Jackson Cartwright. Ne, der erste ist irgendwie gar nicht notiert, aber den sollten sie doch jetzt mal notieren. Und der ist bockstark. Taucht aber immer noch nicht im Scouting auf. Schade, schade, schade. Das hat er nicht verdient. Blockt hier zwei Würfe. Und derjenige, der hier in der Halle für die Statistik verantwortlich ist, der ignoriert das einfach mal. Sajus jetzt bei 12 Punkten, 6 von 6 aus dem Feld. Und dann Kulietis im Gegenzug. Wenn die Punkte austauschen, so komplett, dann geht es gut für Bonn aus. Denn bei Kulietis sind es eben immer 3, bei Sajus in Anführungszeichen nur 2. Kulietis jetzt mit 5 von 7 von der 3-Punkte-Linie. Annen will ihn stopfen und wird gefoult. Da kann er auch gut mit der linken Hand abschließen. Immer wieder dieses Pick and Pop von DJC und Kulietis. Und das ist einfach im Low Post eine klare Angelegenheit. Aber wenn du eben zurückläufst und erstmal den Korb verteidigst, dann tut das nicht gut gegen Kulietis. Morgen. Riva und Jösser. Barry Allen, morgen hat es gerochen. Ballbesitz für Bayreuth. Aber der Rückstand ist mittlerweile eben im zweistelligen Bereich angelangt aus Bayreuther Sicht. Thank you.
Österreich nach wie vor noch ohne Zähler. Einen gut verteidigt von Tada. Ist noch genug Zeit. Kolliert es mit dem Foul an Sajus. Da haben wir nochmal Alexandre Lipa, wie er genannt wird. Bin mal gespannt, wann er sein Debüt geben wird oder ob er wirklich jetzt erstmal so eine Art Versicherung ist für die Bayreuther, dass sich da keiner mehr verletzt. Jetzt haben wir die ersten Punkte von Jürgen. Der Jackson Cartwright mit dem Drive. Ich habe gerade bei Lipo, wie gesagt, Versicherung für die Bayreuther und trotzdem, ich meine natürlich für die Bonner, denn die haben ihn ja nachverpflichtet. Ich bitte entsprechend um Verzeihung. Jösser. Ja, ein Zweier, ein Dreier. Bayreuth lässt sich zumindest mal nicht abschütteln. Aber dieses Duo, Jackson Cartwright und Kouliétis, das bekommen sie nicht in den Griff. Jackson Cartwright mit seiner Schnelligkeit und Kouliétis mit seinem Wurf, das Ganze oftmals, wie hier gesehen, im Zusammenspiel koordiniert. Ganz, ganz schwer für Medi Bayreuth. Kouliétis mit 19 Punkten mittlerweile. Gegen Jackson Cartwright. Sajus nimmt sich dann trotzdem den Low-Post trotz dieses Mismatches. Jösser für drei. Jösser! Ich glaube, das sind jetzt 8 Punkte in Folge von ihm, wenn ich richtig aufgepasst habe. Und er hält jetzt so im Alleingang die Bayreuther ran. 1-0. Aber der Vorsprung der Bonner bleibt so konstant zwischen 7 und 10 Punkten. Nochmal Jösser, der heiß ist, der jetzt den Ball fordert, auch gegen Jeremy Morgan. Philipp Jalladur. Ah, der sah nicht schlecht aus. Eine ganz, ganz starke Phase von ihm. Seine nächsten Punkte. Jetzt kontrolliert ist tatsächlich den Ball mal unten, weil er vom kleineren Jalladur verteidigt wird. Nächste Chance für morgen. Das ist ein Offensivfoul beim Rebound. Bei Jeremy Morgan läuft es noch nicht so wirklich gut bislang. Im Gegensatz zu Jana Riosa, der jetzt hier richtig auftritt. Hier die Punkte. In Transition vom Essen. Ja, schlecht verteidigt von Gorham. Und Jerry Allen holt sich dann die Punkte. Bayreuth ist wieder auf 5 Zähler ran. Gefault. Wilson Seifert bei Bayreuth für Dorrit und Sajus.
Die Freiwürfe für Skyler Boni noch ohne Punkte. Das ist sein erster Zähler heute. In der Hinrundenpartie in Bayreuth war er einer der besten mit 19 Zählern. Der Ball ist bei Bayreuth. Schalalpur, dem Corner heute auch viele Minuten im Ballvortrag gibt, Jösser. Wie sagt man so schön, das war der Heatcheck, wie heiß bin ich? Geht aber erstmal daneben, dieser Wurf. Javonte Hawkins. Tada aus der Ecke, Pass. Carsten Tada mit seinem zweiten Dreier heute. Nur drei Würfe genommen, alle von der Drei-Punkte-Linie, zwei getroffen, das kann sich sehen lassen. Zweier. Vielleicht die beste Saisonphase von Filip Jalalpur. Gut gespielt auch vorher von Kessens. Jalalpur. Auf Jösser. Bowling. Hawkins ist da zum Offensiv-Rebound. Aber das machen die Bayreuther nach wie vor gut an den Brettern. Das muss man ihnen lassen. Gegen Justin Gorham. Das ist wenig Kontakt, würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive sagen. Foul geht aber gegen den Power Forward der Bonner. Es ist wenig Kontakt, aber es ist ausreichend Kontakt, um das Foul zu pfeifen. Schiedsrichter bislang gut heute. Jalalpur. Schwerer Wurf. Hat ja auch einen iranischen Pass und hat für den Iran in Tokio im letzten Jahr bei den Olympischen Spielen auf dem Parkett gestanden. Hawkins. Nochmal Gorham. Von dem Arzt gesehen, der Defense. 12 Punkte vor. Also das wird eine richtig schwere Aufgabe für die Bayreuther im Schlussviertel. Sie spielen nicht schlecht, aber Bonn ist eben ein Stück stärker. Das muss man neidlos anerkennen. Seifert gegen Kratzer.
Seifert muss den Wurf nehmen. Seifert nimmt den Wurf, Seifert trifft den Wurf. Ja, zwei Center der alten Bauart, sag ich mal, die vor allen Dingen innen agieren. Und Parker Jackson Cartwright mit seinen Zählern 17 und 18. Nächsten Gespräche. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Verwarnung an Philipp Jalalpour, dass das nächste Mal möglicherweise ein Fünf für Flopping kommen könnte. Foul Tada, fünftes Mannschaftsfoul. Bonn und damit Freiwürfe für Cameron Wells. Cameron Wells, trotz Long Covid, 22 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists in Göttingen. Differenz 4 Sekunden. Spieluhrwurf vor. Pulvietis, siebter erfolgreicher Dreier bei 9 Versuchen. Bayreuth hat jetzt noch 7 Sekunden. Was für ein Spiel von Pulvietis. Cam Wells, nein. Der Vorsprung wächst von Viertel zu Viertel für die Telekom Baskets Bonn, die jetzt nicht brillant spielen, aber trotzdem ihre Klasse beweisen. Wir sehen es auch an. Sajus jetzt gegen Kratzer. Seka Enem. Seka Enem. Heute nicht so gut und immer wieder kommt PJC zum Korb. Häufig heute auch über die linke Hand seine eigene Schwächere und Kratzer mit dem Block an Enem. Nächste Chance für Bonn zu rennen. Jackson Cartwright. Vater, Veteranenduell da mit Basti Doret. Jeremy Morgan. Der Feldball für ihn hier, der zweite erfolgreiche Dreier im achten Versuch. Er nimmt ja extrem viele Würfe von außen in dieser Saison. Über 8 Dreier pro Partie, da sind 31% eine eher überschaubare Quote. Jetzt das Foul von Kratzer. Aber plus 18 ist jetzt mal ein dickes Polster für die Mannschaft von Thomas Isalic. Gute Täuschung von Morgan und dann ganz offen eingetütet. Er nimmt kein Foul da, schaut da auch ein bisschen sowohl Hilfe suchen als auch ratlos zum Schiedsrichter. Heute nur 2 von 9 aus dem Feld, Zeka Enem, der in den letzten 8 Pflichtspielen über 19 Punkte erzielt hat. Unter anderem 23 am vergangenen Wochenende, am Samstag in Göttingen. So, jetzt versucht es Bayreuth mit Zonenverteidigung. Relativ spät. Hätte ich gedacht, dass das Raul Korner vielleicht mal früher schon einstreut, zumindest mal antestet, ausprobiert. Morgen für 3. Es sind über 20 Zähler Vorsprung. Und jetzt gibt es die Auszeit der Bayreuther. 8:0 Start von Bonn ins Schlussviertel. Das sieht jetzt doch nach einer Eindeutigung.
Was hat Bayreuth jetzt noch im Kampf? Erstmal ein Ballverlust. Parker Jackson Cartwright mit seinem Stil. So, das Thema Zonenverteidigung ist vielleicht schon wieder zu den Akten gelegt. Wir schauen es mal an, wenn die Bayreuther nicht den Ball verloren haben, wenn sie Zeit haben, sich zu organisieren. Gorham für drei. Offensiv-Rebound Morgan. Mit dem Offensivrebound nach dem Morgenfehlwurf bleibt im Ballbesitz, macht die Chance mit Justin Gore. Ich habe in dieser Saison lange Zeit gedacht, Bonn ist eine gute Mannschaft, die in die Playoffs kommen wird, dort aber wahrscheinlich nicht sonderlich viel Schaden anrichtet. Ich habe meine Meinung mittlerweile revidiert. Mit dieser Mannschaft ist zu rechnen. Auch in den Playoffs. Das ist ein Team, das auf jeden Fall Richtung Halbfinale gehen wird. Stilkratzer, Punkte, Gorham. Jetzt ist 25 Zähler vor. Fehlwurf 11. 12:0 der Start in dieses Schlussviertel. Packen Sie noch einen drauf. Tada für drei. Nein. Ja, durch diesen frühen Lauf hier in den letzten 10 Minuten ist so ein bisschen die Luft raus aus dieser Partie. Und offensichtlich auch die Luft raus bei Meli Bayreuth. Hier nochmal Gorham, da verliert er den Ball fast, sichert ihn und macht ihn rein. DJ Sieg. Ja, sein Dreier ist wirklich im Moment das Problem. Und das kann ein Problem vielleicht dann in den Playoffs werden, wenn Mannschaften in Serien dann wirklich konstant dran arbeiten, unter dem Block durchzugehen. Auf der anderen Seite, der kann auch dann Tempo aufnehmen, das traue ich ihm zu. Wells. Kessens schon mit seinem vierten Foul, der erste Spieler in dieser Partie, der so hoch belastet ist. Nächster Fehler von den Bayreuthern. DJC. Hawkins für drei. Das haben sie gut rausgespielt und wieder ein Ballgewinn von Morgan. Kessens. Und jetzt werden sie auch beim Rebound immer dominanter. 9. Offensivrebound jetzt für die Bonner. 14:0 dieses Viertel bislang. Wiedersehen mit alten Bekannten. Wir sehen zum Beispiel auf dem Feld Rukas Giedraitis, den Litauer, der ja mal das Trikot der Albatrosse getragen hat. So, wir gehen aber zurück zu unserer Begegnung mit Philipp Jalalpur. Allen, immer noch keine Punkte in dieser zweiten Halbzeit. Ich habe es angesprochen, 34 Dreier ist eine Menge Holz, aber ich habe vorgestern in Hamburg das Spiel im Eurocup gegen Wroclaw kommentiert. Und da haben die Towers tatsächlich 49 Dreier genommen in dieser Begegnung. Also der Basketball entwickelt sich immer mehr dahin, dass ganz, ganz viel von außen geworfen wird. Kessens ist raus, 5. Foul. Ja, das muss er aber auch nicht machen. Wenn er noch ein paar Sekunden auf dem Parkett verbringen will, dann muss er in dieser Situation nicht reingreifen. Jalalpur, das Offensivfoul. Gorham steht ja längst, hat alle Zeit der Welt, sich zu positionieren. Bayreuth
ist jetzt mal komplett von der Rolle. Da geht aber auch gar nichts mehr. Nach einem guten ersten Viertel sind dann beide Mannschaften in komplett andere Richtungen gegangen. Bonn hat sich gesteigert und bei Bayreuth merkt man eben, dass zwar 10 Leute jetzt wieder dabei sind, aber dass diese Mannschaft natürlich physisch nicht fit ist und in dieser Besetzung natürlich auch nicht eingespielt. Boah. Keine schlechte Aktion. Wells gegen Kader. Seifert. So, irgendwie warten wir drauf, dass endlich mal der Ball für die Bayreuther durch die Reuse fällt. Dass diese Durststrecke hier im Schlussviertel sich dem Ende neigt. Und da ist es Jösser, der das Ganze macht. Über 5,5 Minuten hat es gedauert. Gut, Jetis, schöner Pass auf Hawkins. Fehler die Entscheidung von Martin Matip. Wir schauen mal hin. Und er hat recht. Er hat recht, auch wenn Javonte Hawk. Terry Allen, offener Dreier. Ja, jetzt geht es noch darum, für Bayreuth ein bisschen Ergebniskosmetik zu betreiben und einfach diese Rekonvaleszenten alle wieder ins Spiel einzubinden, ihnen Minuten zu geben, am Rhythmus zu arbeiten. Kulviert ist auf Tada. Schalke runter auf 5 Sekunden jetzt. Schalke, das muss eine Einzelaktion werden. Und das löst er gut. Also die Bayreuther feiern heute hier, Entschuldigung, die Bonner feiern hier heute ihren 12. Heimsieg im 14. Spiel. Hawkins. Passt. 14. erfolgreicher 3-Punkte-Wurf für die Gastgeber. Mit starken 39%. So gut sind sie bei weitem nicht immer unterwegs, was die Quote betrifft. Allen kurz. Seifert reboundet den Fehlversuch von Gorham. Kohlrad. Die letzten 2 Minuten brechen an. Seifert kann den Hook nicht verwandeln. Auf Tada, der auf Bowling. Also sie lassen auch noch relativ viele offene Dreier liegen. Die Entscheidung ist hier gefallen. Beide Mannschaften wechseln aus. Bei den Bayreuthern wird Moritz Sanders kommen, der noch vorher gar nicht gespielt hat. Thomas Isalo bringt gleich 4 neue, unter anderem den Mann hier mit der Nummer 7, Marco Boja Coutinho. Und da haben wir Moritz Sanders. Wahrscheinlich hätte Thomas Isalo am liebsten 5 neue gebracht, das geht aber nicht mehr, weil Kessels eben schon 5 Fouls hat.
Sanders muss den Wurf nehmen. DJC. Setzt er jetzt noch vielleicht das ein oder andere Highlight hier? Gefoult von Doret. Erstes, zweite Mannschaftsfoul von Mehdi Bayreuth. Also nach durchwachsenem Start im ersten Viertel, wo sie ganz besonders auf DJC angewiesen waren, sind da jetzt alle ins Spiel gekommen. Und das war ein kurzer Auftritt nur nochmal für den Spielmacher. Isalo wechselt dann doch aus, hat vielleicht auch ein bisschen Angst, dass er sich noch verletzen könnte. Boja Coutinho mit dem Dreierversuch. Also die Jungs, die jetzt neu aufs Feld gekommen sind, Sanders auf der einen und er auf der anderen Seite gleich mal mit dem Wurf. Nochmal Freiwürfe für Kevin Wohlrath und den Bonner Stehblock hinter dem Korb, auf dem Wohlrath jetzt wirft. Da fangen die Gesänge schon an, da wird jetzt schon der Erfolg gefeiert. Mit zunehmender Dauer hat sich die bessere physische Verfassung der Bonner auch ein Stück weit durchgesetzt. Morgen. Hawkins. Und sie erkämpft sich eben auch immer wieder zusätzliche Würfe. 88,5 Punkte erzielen die Bonner im Schnitt. Ja, wenn den Tada jetzt zu Morgen gebracht hätte, dann hätte es noch ein Dreier geben können. Aber Morgen zeigt selbst an, es war mein Fehler, Carsten. Mach dir keine Sorgen. Ich war da nicht in richtiger Position. So, Bayreuth kann jetzt ganz runterspielen. Ich nehme an, das wird Basti Loret auch tun. Und er ist zu spät von Andi Seifert. Das zeigen die Schiedsrichter auch an. Der Ansprecher sagt jetzt zwar, Korb zählt, aber die Schiedsrichter haben genau das Gegenteil angezeigt. Und deshalb bleibt es beim 86 zu